Du kennst das. Du möchtest in deinem Computer arbeiten und anschließend gibt es immer nur irgendwelchen Fehlermeldungen, mit denen kein Mensch was anfangen kann. Und du weißt nicht mehr weiter. Hey, Windows bringt hierfür eine automatische Fehlerbehebung mit, die dir eventuell weiterhelfen kann. Mein Name ist René Steges. Ich bin Gründer vom SIT Service. Und in diesem Video möchte ich dir diese Funktion einmal ein wenig näher bringen. Die Spannung ist groß und nach dem Intro geht's los. Manchmal gibt es Situationen in Windows, da möchte Windows einfach nicht so arbeiten, wie wir es gerne hätten. Es kann schon mal sein, dass der Drucker auf einmal streikt oder dass auch ein anderes Gerät nicht so wirklich funktioniert. Der Ton wird nicht ausgegeben. Und hier gibt es eine Möglichkeit, oder Windows bietet eine Möglichkeit, gerade bei Einsteigern zumindest mal automatisiert zu schauen, wo könnte das Problem denn liegen. Meistens, wenn Windows selber feststellt, was ein Fehler ist, dann wird mir das auch direkt in der Situation angezeigt. Das heißt, wenn kein Ton ausgegeben werden kann, dann bekomme ich halt die Meldung, was kein Ton ausgegeben werden kann und dass Windows selber mal gucken kann, ob er den Fehler findet. Man kann sowas aber auch manuell starten. Und beim Ton kann ich das einfach mal demonstrieren, indem ich hier direkt auf den Ton gehe. Da habe ich hier meinen Lautstärkeregler und mit einem Klick auf die rechte Maustaste komme ich hier an den Punkt Soundprobleme behandeln. Klicke ich dort nun drauf, dann öffnet sich jetzt ein Assistenten und der guckt sich das Ganze jetzt gleich mal in Ruhe an und hilft mir mit so einer Art Frage und Antwort den Fehler zu finden. Wenn Windows nach einiger Zeit dann soweit alles geprüft hat, dann fängt er an, mir hier Vorschläge zu geben, was man machen kann, damit das mit dem Sound ein wenig besser wird. Jetzt in meinem Fall, weil er hier eigentlich keinen Fehler finden kann, schlägt er tatsächlich vor, die Soundeffekte und Erweiterungen zu deaktivieren. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass Windows jetzt für sich festgestellt hat, eigentlich ist alles okay. Und es könnte ja sein, dass Sound ausgegeben wird, aber der sich nicht gut anhört. Das ist das, was Windows jetzt vermutet, weil ich den Fehler ja nicht genauer benennen konnte, sondern einfach nur gesagt habe, ich habe ein Problem mit dem Sound. Ich kann jetzt, je nachdem, wie ich hier jetzt arbeite, jetzt durch Ja, Audioverbesserung öffnen oder Nein, Audioverbesserung nicht öffnen, Windows sagen, ob das Ganze was gebracht hat, beziehungsweise ob ich jetzt den Schritt gehen möchte. Und je nachdem, wie ich mich hier entscheide, habe ich einen Assistenten, der mir hilft, das Problem zu beseitigen. Das war jetzt exemplarisch für den Sound. Allerdings gibt es ja auch noch andere Probleme und man weiß ja auch nicht unbedingt überall, wo man jetzt diesen Assistenten findet. Deswegen bietet Windows in den Systemeinstellungen unter dem Punkt Update und Sicherheit. Da sehen wir, dass bei mir gerade Updates laufen, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Für uns ist jetzt der Punkt Problembehandlung wichtig. Und in diesem Reiter finde ich jetzt diverse Möglichkeiten, die ich prüfen kann, wo es unter Umständen Probleme geben kann. Die häufigsten Probleme, das kann ich auch so bestätigen, so also aus meiner Praxis, die betreffen Drucker, Internet und auch die Windows-Updates. Wiedergabe mit Audiodateien ist jetzt nicht so, was mich Kunden deswegen oft anrufen, aber die ersten drei Punkte, also Drucker, Internet und Windows-Update, das kann ich bestätigen. Das sind so die häufigsten Sachen, weswegen bei mir das Telefon bei einer Privatperson klingelt. Bei Firmen sieht es ein bisschen anders aus, aber die arbeiten ja auch ein bisschen anders. Und hier kann man direkt einfach mal schauen, wenn ich beispielsweise nicht ins Internet komme. Dann klicke ich einfach mal die Internetverbindung hier an und kann dann Windows sagen, er soll die Problembehandlung ausführen. Eventuell kann es passieren, dass die Problembehandlung gestartet wird, aber nicht zu sehen ist. Das erkenne ich in der Regel hier, was hier ein Icon dazu gekommen ist. Das ist ja in meinem Fall jetzt auch hier. Und wenn ich dort draufklicke, dann habe ich auch den Assistenten. Er fragt mich jetzt, wie das Ganze ausschaut, welches Problem habe ich. Ich behaupte jetzt einfach mal, was ich nicht ins Internet komme. Dementsprechend klicke ich hier drauf und Windows geht jetzt wieder hin und prüft und schaut jetzt beispielsweise, ob er Microsoft finden kann. Das kann einen Augenblick dauern
Und gerade weil jetzt mein Internet auch wieder funktioniert, kann er hier keinen Fehler finden. Dementsprechend habe ich jetzt nun die Möglichkeit, ein Feedback zu dieser Problembehandlung zu erstellen. Das heißt, Microsoft bekommt die Information, dass er uns nicht weiterhelfen konnte, oder ich kann die Problembehandlung einfach schließen. Ich bin jetzt einmal hingegangen und habe meine Internetverbindung wirklich getrennt. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Habe die Problembehandlung gestartet. Sie ist wieder im Hintergrund. Dementsprechend hole ich sie mir nach vorne. Und ich habe wieder das Problem, dass ich keine Verbindung im Internet habe. Jetzt geht Windows wieder hin und prüft das Ganze. Und folgerichtig hat Windows jetzt erkannt, dass es eventuell kein Kabel am Computer angeschlossen ist. Das wäre jetzt auch in dem simulierten Fall mein Problem hier. Und er schlägt mir halt vor, was ich das Kabel einmal überprüfen soll. Und sollte das nicht funktionieren, dann habe ich die Möglichkeit, einmal das Kabel zu tauschen. Ich simuliere jetzt gleich mal den Schritt. Das heißt, ich stecke jetzt die Internetverbindung wieder ein. Und nachdem das Kabel wieder eingesteckt ist, überprüfe ich jetzt, ob die Probleme behoben wurden. Die Problembehandlung ist jetzt abgeschlossen. Ich bekomme halt eine Information, dass er das Problem finden konnte und was wir das beheben konnten. Jetzt kann ich auf Schließen gehen und schon wäre mein fiktives Internetproblem behoben. Das kann natürlich auch was anderes sein. Es kann sein, dass er sagt, dass es ein Problem im Treiber gibt. So kann man zumindest so erste Möglichkeiten in Betracht ziehen und eventuell auch den Supporter, also wenn ich mir professionelle Hilfe hole, schon mal erste Hinweise darauf geben, was mit dem System los sein kann. Wenn wir uns die Problembehandlung oder die Möglichkeiten der Problembehandlung angucken, dann sehen wir auch, was die recht umfangreich sind. Da haben wir neben den ersten vier Problemen hier oben auch noch diverse andere Problemlösungen, wie es beispielsweise hier bei Bluetooth der Fall ist, freigegebener Ordner, wenn ich jetzt im Internet einen Ordner freigegeben habe, beziehungsweise im Heimnetzwerk, nicht im Internet, da sollte man es nicht tun, und der nicht gefunden werden kann. Und diverse andere Punkte. Und wenn ich in der Richtung irgendwo ein Problem habe, dann bietet es sich wirklich an, das einmal durchzuspielen. Denn dieser Assistent, der ist mittlerweile schon recht ausgereift und kann einen in einigen Fällen bei kleineren Problemen wirklich weiterhelfen. Und man spart sich so mit dem Weg zum IT-Fachmann, der ja in der Regel dann auch wieder Geld kostet. Dementsprechend kann die Problembehandlung, die Windows mitbringt, hier einen schon weiterhelfen. Die Windows-Fehlerbehebung, die ist jetzt nicht unbedingt das Allheilmittel, aber die kann dir eventuell schon mal helfen, wenn du das ein oder andere Problem in Windows schon mal hattest und nicht mehr weiter wusstest. Eventuell bekommst du jetzt die Informationen, die du benötigst, um selber das Problem in den Griff zu bekommen. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Hat dir die Windows-Fehlerbehebung schon mal geholfen? Hast du selber Erfahrungen mit? Oder gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, wie du dich schlau machst, wenn es zu Fehlern kommt? Dann hinterlass mir doch mal einen Kommentar und erzähl mir mal deinen Weg, was du machst, wenn Windows nicht so möchte, wie du es gerne möchtest. Wenn dein Fehler natürlich so schlimm ist, dass du nicht vernünftig arbeiten kannst und dich das wirklich stört und du professionelle Hilfe haben möchtest, dann hast du hier eine Telefonnummer und auch eine E-Mail-Adresse und dann kontaktiere mich doch. Denn wenn du mich kontaktierst, dann kann ich gucken, ob ich eine passende Lösung für dich finde, die direkt auf dich zugeschnitten ist und vor allen Dingen auch dir schnell weiterhilft. Das Ganze kann über Fernwartung passieren und wir sind sogar auch in der Lage, direkt zu dir nach Hause zu kommen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann garantiert einer meiner Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Dementsprechend merk dir die Telefonnummer und wenn du was hast, gerne anrufen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann zeig es mir doch. Dann hinterlass mir doch einfach den Daumen nach oben, denn so sehe ich, was das Video für dich interessant war. Und sofern du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere bitte auch diesen Kanal, denn dann verpasst du auch kein Video mehr und bist immer auf dem neuesten Stand, wenn ich wieder neue Tipps über Windows, Windows-Fehler und sonstige Computerthemen herausgebe. Ich freue mich aufs nächste Video und bis bald.